Hätte ja auch in unsere Armee kommen können. Also, das war dann der Kampf, das ist dann der Tempel. Okay, dann haben wir das schon mal. Wir müssen zum Kushi-Tempel, das weiß ich jetzt noch. Also zur Kushi-Pagode, genau. Da wär's. Er hat was verloren. Ich bringe euer gestohlenes Gut zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie wiedersehe. Einer eurer Mönche hat sie mit seinem Leben beschützt. Dieser Mann war kein Mönch. Er war ein Bauer, dem wir Obdach gewährten. Eines Morgens war er fort, zusammen mit dieser Statue und einer meiner Roben. Dann war er kein Märtyrer. Er war ein Dieb. Alle unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Seine endeten im Leid. Sehr schön. Und damit haben wir aber auch eine Statue zurückgebracht, wo wir nicht wussten, ja, wer sie dann am Ende auch hatte. Und es hat was gebracht. Göttlichen Heilung. Schön. Ein neues Geschenk ist verfügbar. Auch schön. So. Boah, wir haben noch einiges zu tun. Ich würde gerne mal so das ein oder andere noch abklappern. Ich würde zum Beispiel gerne mal dahin. Ich würde aber von hier aus reisen wollen, um so einen kleinen anderen Weg zu gehen und zu gucken, ob wir da noch irgendwas finden können. Und so ein bisschen mehr über die Felder. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise interessant sein könnte. Wobei, das ist ja so nah. Ich glaube, das geht noch. Ja, denn. Auf zum Tempel. Bis am verfolgten Ort angekommen. Ah, ja, hier sind wieder ein paar Leute umgekommen, natürlich. Jetzt suchen wir den Weg nach oben. Ich finde es natürlich schön, dass sie im Flachland auch sowas hier gebaut haben. Also so eher so Anführungsstrichen verwahrloste Sachen. Hat schon was. Na genau, hier ist es kaputt. Und irgendwo hier müssen wir dann weiter. Rechts lang. Okay. Schön, dann durch den Irrgarten, würde ich sagen. Hm? Okay, also das hat nichts gebracht. Das heißt, wir müssen hier rechts lang. Ja. Ist doch nicht so. Es muss da lang gehen. Okay. Okay, gut. Ich muss mich ein bisschen an das Rätsel gewöhnen. Gebt mir kurz Zeit. Ich würde es nochmal hier probieren. Vielleicht habe ich hier irgendwas unten vergessen. Nein. Gibt's hier irgendwas? Nein. Hier ist was zum Hochklettern. Okay, und jetzt sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Hat man jetzt wegen dem Licht nicht so ganz gesehen. Also nur Vorräte. Wir gucken mal, was wir hier so finden. Ein paar Blumen. Der Vogel nervt. War da irgendwas zu mitnehmen? Nein. Das sind noch ein paar Blumen. Hier können wir hoch. Gibt es hier noch was? Nein. So. Und jetzt können wir hier durch. Und dann sind wir wieder in einem anderen Abteil. Boah, diese Irrgärten haben schon was. Okay, hier können wir hoch. Hoch. Hier finden wir auch was. Hüpp. Ups. Das haben wir auch geschafft. Und dann sind wir schon da. Das ging ja relativ flott. Da will ich gar nichts gegen sagen, ne? Und da wären wir dann. So, ab zum Schrein. Das lief doch gut. Sudli.
Da müssen wir weiter gucken, wie es wohl weitergehen wird. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht das, was ich schon gefunden habe an Orten, einfach mal befreie. Das ist so meine Überlegung gerade. Okay, Izanami, Kami von Leben und Tod. Eiserner Wille belebt dich jetzt mit 50%. Okay. Das ist natürlich auch was Nettes. Und Ligusterholz. Moment. Wir haben hier hinten noch Ligusterholz gehabt. Das kann man noch verwenden. Demnächst. Okay. Dann haben wir hier was gefunden. Oh Gott, wir haben noch so viele Punkte zu bereisen. Wir haben alles gemacht, was wir wollten. Ich gehe mal hier zum dem Händler. Denn ich kann mir vorstellen, dass wir richtig hübsche Sachen finden bei ihm. Dann zeig mal, was du hast. Ein Samurai? Seid ihr lebendig oder ein Gespenst? Ich lebe. Noch. Und frage mich, was ihr hier tut. Ich war besorgt, das Geheimnis meiner Farben wäre nutzlos. Doch ein Samurai lebt. Meine Farben sind Mitternacht. Feuergeschwärzte Bäume. Sehnsuchtsvoll dunkle Augen. Bringt mir die Materialien und ich kleide euch ein, mein Herr. Ach, hübsch. Jetzt will ich aber sehen. Bogen aussehen. Okay. Hübsch. Stechende Schatten, Rüstungsfarben. Tracht des Reisenden, okay. Oha. Was ist dann richtig dunkel? Okay, das ist auch nice. Das in so richtig. Mit dunkler Mähne. Bist ja wirklich ein Dämon. Es gibt halt einfach noch drei davon. Das ist Erkunde weiter Tsushima. Klingen des Kojiro und die Legende des Schwarzhand Riku. Ah, das sieht schon nice aus. Ich glaube, das hole ich mir. Warte mal, was hat er hier? Ich brauche mehr für den perfekten Farbton. Nee, wir nehmen das für die Rüstung. Das sieht bald richtig hübsch aus. So, dann haben wir hier schon mal was geholt. Ich überlege, was wir jetzt machen oder wie wir weiter vorgehen. Weil wir hätten grundsätzlich erstmal so ein paar Dinge, die wir hier noch nicht hatten. Oh, zum Beispiel das da. Ich würde vielleicht mal so die Sachen machen, die wir jetzt auf der Liste haben. Ich muss zugeben, ich finde Kosakos Rüstung noch immer richtig nice. Also gerade mit dem Taumelschaden und dann Leben zurückbekommen. Das hat was. Und ansonsten hat es ja sehr ähnliche Sachen wie. Sehr ähnliche Sachen wie unsere anderen. Wie unsere andere Rüstung, die Sakai-Rüstung. Oh, das ist hübsch. Ich finde diese Mähne geil. Mit schwarzer Mähne, also richtiger Teufel zu sein, das wäre schon was. So, dann haben wir den da. Dann haben wir den Tempel hier. Oh, ich weiß nicht, oder sollen wir nochmal gucken gehen einfach? Zum Beispiel hier haben wir auch noch was. Sorry, ich kann es einfach nicht anders. Ich will diese Fragezeichen endlich weitermachen. Ich weiß nicht warum. Ja, vielleicht finden wir ja noch was Spannendes. Ja, das Lager haben wir vernichtet. Oh, ist ein bisschen da lang. Okay. Ich hoffe noch immer so auf ein paar Cosmetics oder sowas. Ein weiteres Lager. Das gefällt mir. Das ist natürlich anders, als ich erwartet hatte. Ich will hier niemanden herausfordern. Ich will den wehtun. Ja, gut. Hat nicht viel Schleichen gebraucht. Na komm. Du auch?
Oh, Glück gehabt, dass ich den noch erwischt habe. Och nö, das war der falsche Angriff. Ah, so. Ich hätte die eigentlich auch verrückt machen können. Ah, ich wollte mich eigentlich zumrollen. Kümmern. Oh. Na, komm her, Junge. Oha. Die Technik, wie er vorangeht, ist schon übel. Okay, hat gereicht. Der leidet ja noch. Huch. Das wollen wir so nicht. Ich muss zugeben, ich bin zu ungeduldig, glaube ich, beim Schleichen. Weswegen das ja auch so immer direkt eskaliert. Okay, hier hinten gibt es noch was zu holen. Als erstes. Okay, keine Pfeile mehr. Das ist schön. Dann gibt's. Oh, hier gibt's eine Truhe direkt. Und ein Banner. Schön. Lass die Falken los. Was für Falken? Wo sind Falken? Okay, da hinten sind noch Leute. Mhm. Ich versuche jetzt gerade erstmal so ein bisschen zu erkunden, wo wir die Leute hingenietet haben. Vorne sind die Falken. Reicht das? Nein. Ich muss dann wohl so hin. Mhm. Was war das hier? Aha. Boah, das war ja... Das war Flotti Karotti, würde ich sagen. Ein Banner, das haben wir jetzt auch. Sehr gut. Da hinten ist noch so ein Ding, hä? Hallo? Danke. Ja, erlange das gestohlene Eisen wieder. Mhm. Besiege die Mongolen, das ist okay. Das kriegen wir hin. Das ist gestohlene Eisen. Ich glaube, hier sind nicht mehr so viele. Kann es sein? Hey, Kollege. Lass dir das mal gut gehen. Hier ist ein Banner. Ich überlege, wo... Oh ja, hier hinten ist einer. Nach draußen. Hey, Kollege. Der ist auch hier. Der Ski. Okay. Der wird gleich auf uns zukommen. Mhm.
Oh nein. Das hat ausgereicht. Dankeschön. Oh. Boah, das ging. Das war ratzefatze. Glücklich. Hey, Kollege. Da vorne rennt noch einer. Oh nein. Hier war doch gerade einer. Okay, die sind bewaffnet. Sind jetzt bis an die Zähne bewaffnet. Okay, jetzt werden sie, jetzt rufen die sich gegenseitig, ja. Ist aber auch okay. Oh, ein bisschen Ärger. Ein bisschen Kunai. Okay, das ist auch hier. Ach komm. Ich hab doch geblockt. Na ihr? Nee. Das lasse ich so nicht durchgehen, Kollege. Ein neues Shimano-Banner. Oh, wir haben alle Shimanos. So, der ist auch weg. Ich glaube, damit haben wir eigentlich alle, oder? Können wir jetzt nicht... Ah doch, nein, darf auch nicht. Ach, so. Na gut, komm. Na komm. Oh, ich wollte gerade wegjumpen. Blind hat er, haben wir den noch. Ruhe jetzt. Kunai, okay. Ein bisschen Munition, ein bisschen Eisen, ein bisschen dies. Dann haben wir jetzt auch das wieder. Ah, und jetzt sind die Leute wieder da. Cool. Numata-Siedlung. Ja gut, die haben es geschafft. Na. Legende erhöht. Oh, wir haben 2 Punkte bekommen sogar. Sehr schön. Damit können wir die letzten Punkte auch endlich voll machen. Ich weiß nur noch nicht was. Ha. Ob ich irgendwie bei den Kunai noch ein bisschen was mache oder sowas.